Und da wird der eine oder andere sagen, was ist denn das für ein Titel, dass das Bibelstudium eine Zeitverschwendung sein soll? Und hätte ich gewisse Dinge nicht immer und immer wieder erfahren und viele Dinge immer und immer wieder gesehen, hätte ich das, was ich dir jetzt sage, selber nicht geglaubt. Aber ich bin heute überzeugt, dass das Studium der Bibel an sich eine Zeitverschwendung ist, wenn nicht sogar in manchen Fällen kontraproduktiv. Und da werde ich einige Dinge hier aufgreifen in diesem Abschnitt. Ich möchte mich allen Herzens bedanken bei den Menschen, die das hier unterstützen. Ich bedanke mich herzlich bei Samantha. Vielen Dank. Ich danke auch den Soldern. Danke dir ganz herzlich. Ich danke euch allen, die das unterstützen. Danke dafür. Möge der Herr euch leiten und euch Weisheit geben auf allen seinen Wegen. Danke, dass ihr einschaltet und ich freue mich, dass dies, was wir hier tun, was ich hier mache, dich erbauen darf. Hoffe, du nimmst viel mit. Überprüf das, was ich dir sage und lass dich überzeugen durch Gebet und durch Leitung vom Vater, wie du zu dem stehst, was ich dir hier mitteile. Ist das Bibelstudium fruchtbar, ja oder nein? Ich werde dir heute sagen, ganz im Gegenteil, es kann vielleicht sogar in die andere Richtung gehen, dass du quasi nur im Intellekt bleibst und nichts passiert im Inneren. Wofür kam Jesus Christus? Was war der Grund, weswegen er gestorben ist? Fange ich mal so an. Wie viel Bibel kannst du lesen und studieren? Und jetzt unterscheide bitte zwischen Studium und das Studium, das Studieren der Bibel, sowie anderen Sachen, hat kein Ende. Da kannst du forschen von bis. Du kannst in die Sprachen reingehen. Du kannst die Sprachen lernen. Du kannst viel Verknüpfungen ziehen. Das kannst du alles machen. Aber es wird nichts ändern in deinem Inneren. Es ist nichts Heiliges dabei, die Worte zu lesen, die hier geschrieben stehen. Okay? Wenn du es sogar so betrachtest, dieses Ganze kann sogar als Geschäft betrachtet werden. Bibel werden gedruckt, die werden übersetzt und die werden aufgelegt und es hat was mit Druck und Auflagenzahl zu tun. Das Thema an sich, da ist jetzt nichts Heiliges bei. Sowieso ist es jetzt noch nicht so lange her, dass jeder Mensch hier eine gedruckte Bibel in seinem Wohnzimmer haben konnte. Und da reden wir frühestens ab dem 16. Jahrhundert davon, dass es überhaupt die Buchpresse gab. Was haben die Menschen davor gemacht? Zu dem Zeitpunkt, als Jesus hier kam, er hat keinen verurteilt über das Nichtwissen oder über das fehlende Studium der Bibel. Er hat den Menschen zu der Zeit, als er hier war, immer darauf aufmerksam gemacht, dass sein Zustand das Problem ist. Okay? Wenn wir jetzt das mal so betrachten, wofür kam Jesus Christus? Denn als er kam, hat er den Mensch aufgefordert, an ihn zu glauben, obwohl es noch nicht ein einziges Wort gab über das Neue Testament. Als er gestorben ist und wieder gen Himmel gefahren ist, die Jünger, es dauerte noch 10 Jahre später, bis Paulus überhaupt zum Glauben kam. Und erst 70 Jahre, 80 Jahre, 90 Jahre später wurde die Bibel erst zusammengefasst in der Form, wie wir sie heute haben. Und ich unterscheide zwischen Bibelstudium und Bibellesen. Die Bibel zu kennen ist gut. Das Wort Gottes zu haben ist gut. Zu wissen, worum es geht in der Bibel ist gut. Regelmäßig drin lesen ist gut. Ein Studium beinhaltet langes Lesen und Gucken und Überprüfen und Querverweise und die Sprache zu studieren. Und die Frage ist, wozu machst du das? In der ersten Instanz haben wir das klassische Studium an der Bibelschule, wo Menschen jetzt hingehen, um trainiert zu werden, weil sie ein Leiter oder ein Pastor sein wollen. Nirgendwo in der Bibel siehst du einen solchen Weg, dass jemand zu einer Bibelschule geht, um als Leiter ausgebildet zu werden. Sondern Gott hat die Menschen berufen, wenn sie bereit waren. Und das ging nicht durch Bibelstudium. In den meisten Fällen war es durch Lebenserfahrung, durch Formung, durch Führung und letztendlich durch Gottes Auswahl, dass dieser Mensch einen Dienst macht. Dass du natürlich über Gottes Wort was wissen musst, ist klar, aber es hängt nicht davon ab, dass du es studierst. Also, wofür kam Jesus Christus wirklich? Er kam, um für uns zu sterben, um sich aufzuopfern, damit wir den Zugang wieder haben zum Vater. Denn sein Opfer war notwendig, damit die Todesstrafe,
die auf der Menschheit ruhte, aufgrund dessen, dass sie gegen Gottes Gebote gegangen sind, dass die erstmal aufgehoben ist, dass überhaupt der Weg erstmal frei ist. Die Verheißung darüber, dass Gott sein Lamm geben wird, hat von jeher das Vertrauen darin, bevor Jesus schon gekommen ist, dieses Vertrauen an Gott ist das, was von jeher Menschen erlöst hatte. Okay? Nicht das Lesen von Hebräisch oder Griechisch oder den Propheten. Das Vertrauen darin, dass Gott das machen würde, hat den Menschen gerechtfertigt. Denn das Vertrauen, das Glauben an Gott hat den Mensch zu Gott zurückgebracht. Okay? Denk mal, was in Hebräer steht. Und ich bin auch der, der hier dir Verweise gibt und der auch die Bibel nutzt, um dir Kernpunkte aufzuzeigen. Aber das Studieren ist nicht das, was dir hilft. Okay? Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Hier steht nicht drin, ohne Bibelwissen. Hier steht drin, ohne Glauben. Und Glauben heißt Vertrauen und seinen Weg zu gehen. Wofür kam Jesus jetzt nun? Jesus kam, weil diese Verbindung zum Vater gebrochen wurde und dies gebrochen durch Sünde. Würde heißen, wenn das Studieren der Bibel diesen Zustand wiederherstellen würde, dann hätte Jeshua nicht kommen müssen, um zu sterben. Dann hätte er jeden einfach es eröffnet oder Propheten geschickt, die auf diese Misere aufmerksam machen, dass der Mensch jetzt studieren muss und lesen muss in der Bibel, um wiederhergestellt zu werden. Wie viel Bibelstudium löst das Problem mit deinem Nachbarn? Okay? Dein Nachbar ist auf dich böse und vielleicht sogar zu Unrecht. Es muss was geklärt werden. Und jetzt sitzt du im Wohnzimmer und liest die Bibel. Wie viele Jahre des Lesens in den Propheten und aus dem Neuen Testament hilft es, dieses Problem aufzuheben? Außer du stehst auf und du gehst hin und fängst ein Gespräch an und sagst, du, lass uns es nochmal versuchen. Okay? Dazu brauchtest du aber gar nicht die Bibel. Es war eigentlich von vornherein klar, dass da Unfrieden da ist und wenn er nicht bereit ist, auf sich zuzukommen, gibt es nur einen Weg. Entweder du holst einen Schlichter oder du versuchst es selber. Dazu brauchst du nicht lange studieren. Wie viel Studieren der Bibel brauchtest du, um zu wissen, dass zu klauen falsch ist, in jeglicher Form? Wie viel Studieren der Bibel brauchtest du, um zu wissen, dass du mit deinem Ehepartner gut umgehen sollst? Wie viel Studieren der Bibel brauchtest du, um zu wissen, dass deine Kinder Liebe brauchen, dass du ein Vorbild sein sollst? Wie viel Studieren der Bibel brauchtest du, um zu wissen, dass die Süchte, mit denen du kämpfst, dass sie dich innerlich unruhig machen? Und dass innerlich hast du eine tobende Hölle. Nicht nur wegen Süchte, sondern wegen anderen Sachen. Unfrieden und Geiz und Gier. Und das sind alles nur Probleme, die da sind, weil ein Urzustand nicht behoben ist, nämlich die Nähe zu Gott. Und dieses sagt dir dein Gewissen Tag und Nacht, ohne ein Wort studiert zu haben. In der Tat kannst du Trost finden, indem du mal die Psalmen liest und indem du mal dir vor Augen hältst, was das Wort sagt. Und wenn du mal schaust, wenn als Jeschua auf dieser Erde war, da gingen die Menschen einmal die Woche am Sabbat in die Synagoge. Was wurde gemacht? Ein Teil aus der Tora, aus den 5 Büchern Mose, wurde vorgelesen. Keiner hatte die Schriftrolle zu Hause. Und dazu wurde ein Abschnitt aus den Propheten gelesen. Die haben das Wort gehört, das heißt, sie sind in die Synagoge gegangen, um einen Abschnitt zu hören aus Gottes Wort. Und über diesen Weg haben sie immer das Wort Gottes vor Augen gehabt über den Jahren. Aber die haben es nie für sich selber studiert. Die wussten, was da steht und die wussten, und das hat gereicht. Also die Bibel zu kennen ist gut, die Bibel zu studieren ist in vielen Fällen kontraproduktiv, weil jetzt ist die Gefahr groß, dass du alles durch das Intellekt machst. Und ich möchte, so der Herr schenkt, im nächsten Abschnitt darüber sprechen, warum eine falsche Bekehrung in sich gefährlicher ist, als dass man gar keine Bekehrung hatte. Nur, ich kenne jetzt mehr und mehr, wie der Vater wirkt und wie geduldig er ist und wie er dir Sachen zeigt, auch wenn du denkst, du hast recht und du hinterfragst Dinge wie Bibel lesen und beten und zur Gemeinde gehen und nichts ändert sich. Und das Muster, was ich immer wieder gesehen habe, weil ich weiß, dass der Vater imstande ist, dich rauszuziehen, kann ich dir aber sagen, dass am Anfang meines Glaubenslebens war mein Verständnis so, dass die Menschen, die besonders viel lesen, müssen eine besondere Nähe zu Gott haben.
Und ich muss dir sagen, dass das Muster hat sich immer wiederholt, dass die Menschen, die scheinbar ganz, ganz viel lesen und ganz, ganz viel studieren in der Bibel, genau das nicht haben. Und jetzt füllst du die Nähe, die du brauchst zu Gott, mit Intellekt. In diesem Fall ist es jetzt Intellekt der Bibel. Und das ist wie das Bibelstudium, wie das jetzt kontraproduktiv wird und gar nicht zu dem führt, wofür Jesus gekommen ist. Jesus kam alleine nur für diese innere Beziehung zum Vater, denn wenn diese Beziehung zum Vater wiederhergestellt wird, verschwinden alle anderen Dinge auch. Sucht und falsches Temperament und Zorn und Neid, und das verschwindet alles, wenn wir die Verbindung zum Vater haben. Wenn jetzt jemand zum Beispiel in der Bibel liest, dass Hurerei ist eine Sünde, was macht er? Er versucht, die Hurerei zu bekämpfen, denn das ist eine Sünde. Also kämpft er jetzt gegen die Gelüste, aber diese innere Beziehung ist noch gar nicht hergestellt. Weil in seinem Kopf ist ja die Hurerei eine Sünde und das trennt ihn von Gott. Während die Wahrheit liegt darin, dass dieser Mensch begeht Hurerei, weil er die Beziehung zu Gott nicht hat und der Glaube an Gott fehlt. Und die wahre Sünde hier ist wieder Hebräer 11,6, wo steht, dass ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Weil er keinen Glaube hat an Gott und weil er nicht vertraut auf Gott, aber viel studiert hat und jetzt mehr studiert und bekämpft jetzt seine Sünden, aber das Urproblem ist gar nicht gelöst und der Konflikt wird immer größer und er findet keinen Ausweg und fragt sich eines Tages, und das nähert sich schon der Thematik beim nächsten Abschnitt, warum eine falsche Bekehrung gefährlicher ist als gar keine Bekehrung. Und irgendwann fragt er sich, wozu das Ganze? Man kann eigentlich nur aufgeben. Okay? Die Sünden zu bekämpfen ist ein lebenslanger Kampf. Und so kommen halt diese Klischees, die man wiederholt. Keiner ist perfekt. Wirklich überwinden kann man wirklich nie. Natürlich mit dem Gedankengut, dass so viele Sünden bekämpft werden müssen, fragt man sich, wie soll man das alles schaffen, während die Urproblematik ist eigentlich nur eine, dass die Nähe zu Gott fehlt. Deswegen, jetzt die Bibel zu studieren, löst dieses Urproblem nicht. Was dieses Urproblem löst, ist die Nähe zum Vater zu suchen und Vertrauen auf ihn zu haben, aufhören zu richten, denn wenn man andere richtet, macht man sich zu Gott. Haben wir letztens gelesen, denn nur einer ist der Richter. Wer bist du, der du deinen Bruder richtest? Dann in der Minute, wo du anfängst, andere Menschen zu beurteilen und zu begutachten und bestimmen zu wollen, was und wie sie handeln sollen, machst du dich zu Gott. Und das macht dich unglücklich, weil nur einer ist Gott. Und die Beziehung zu Gott wiederherzustellen, müsstest du auch deinen Nächsten vergeben. Das ist Teil des Kreuzes, weil vergeben und wiederherzustellen ist etwas, was dir nicht angenehm fällt, dann das Ego ist immer groß gewesen. Man hat die ganze Zeit auf eine Stimme gehört, die dir sagt, du bist im Recht, du sollst da nicht hingehen, um dich zu entschuldigen. Soll er mal kommen, aber er kommt ja nie. Und Jesus hat uns gelehrt, dass als seine Kinder, als seine Nachfolger, als Kinder des himmlischen Vaters, sollen wir die andere Wange hinhalten. Mach du den ersten Schritt. Meine Frau hat mir erzählt von einem Missionar, der war in irgendeinem Wald und da gab es irgendwelche Urvölker und seit Generationen herrscht da ein Zyklus und Gesetz der Rache. Ein Familienmitglied wird getötet und die anderen sind böse und nach der Trauerzeit wird ein Familienmitglied auf der anderen Seite getötet. Und dieser Zyklus wird nie durchbrochen, weil immer wieder ist Hass und Rache da. Und Yeshua kennt diesen Zyklus und so hält der Satan viele Menschen gefangen. Jetzt musst du dich rächen, jetzt musst du auch da etwas machen. Jetzt darfst du den Kleinen beigeben. Und Yeshua sagt dir, so wird diese Kette nie durchbrochen. Einer muss den ersten Schritt machen. Okay? Und seine Nachfolger sollen die sein, die dieses Licht in die Welt bringen. Die nicht richten, die anderen vergeben, die Vertrauen auf den Vater haben und die wissen, dass der Vater hat alles in der Hand und die entsprechend leben. Und nur das bringt den Frieden. Deswegen das Studium der Bibel, Studieren der Bibel in diesem Zustand ist absolut unnütz. Macht das Sinn? Wenn du Ehestreit hast und du hast da so viele Dinge und jetzt fängst du an, Eheglück wiederherstellen zu wollen, weil du glaubst, das ist jetzt die Sünde, weil wir so viel Streit haben. Und du fängst an, jetzt das zu bekämpfen. Und du sagst, ich muss da vielleicht meine Zwänge und meine Süchte bekämpfen. Und jetzt fängst du an, diese Dinge zu bekämpfen und studierst die Bibel dabei. Und die Bibel bestätigt das und sagt, diese ganzen Dinge, deswegen kommen die Menschen halt nicht da ins ewige Leben. Aber der Kern, was die Bibel sagt, ist, dass du auf Yeshua schauen sollst.
Gebe ich dir ein anderes Beispiel und damit schließen wir. Habe ich letztens mit jemandem besprochen. So unverständlich es erstmal sein mag, aber stell es dir mal praktisch vor. Stell dir mal vor, du liest jetzt immer und immer wieder die Schriften und das Schreiben von Jeremia. Jeremia und Ezekiel und Daniel, die haben geweissagt auf einer ähnlichen Zeitachse. Die waren jetzt unterschiedlich da aufgestellt. Jeremia war noch in Jerusalem, als da die Belagerung durch Babylon erfolgte. Ezekiel war unter den Gefangenen, die aus Jerusalem weggenommen worden sind. Und Daniel war im Königspalast im Dienst des babylonischen Königs. Aber sie haben alle den gleichen Zustand erlebt. Jeremia spricht jetzt über diesen Wegfall von Israel, von Juda. Und er schreibt darüber. Jeremia ist jetzt so inspiriert von Gott, dass du siehst, dass seine Lippen werden gereinigt und Gott spricht zu diesem Mann. Diese Beziehung, die Gott zu Jeremia hat, ist das Problem Israels gewesen, dass jeder Israelit diese Beziehung nicht hatte. Also schreibt Jeremia und wehklagt über, wie Israel weggefallen ist. Also Gott wehklagt durch Jeremia. Jetzt liest du die Schriften von Jeremia und du liest dieses Wehklagen, dass Israel ja umkehren soll zu Gott, während Gott ja sagt, dass diese Beziehung ist das Problem. Also liest du ständig das Wehklagen. Stell mal vor, Jeremia wäre in dem Raum. Wenn du jetzt die gleiche Beziehung hättest zu Gott, wie Jeremia sie zu Gott hätte, würdest du dann in dem Raum mit Jeremia sitzen und würdest sagen, Bruder, ich lese gerade das ganze Wehklagen? Oder würdest du dich mit Jeremia darüber austauschen, wie herrlich die Verbindung zum Vater ist? Was doch Jeremia die ganze Zeit wollte, was du Tag und Nacht da liest, ist doch, hab doch endlich diese Beziehung zum Vater. Vertraue auf ihn, schau auf ihn und sei nicht nur ein Hörer des Wortes, denn jemand, der die Bibel viel studiert, und das ist der Punkt, den ich hier machen möchte, die meisten Menschen, die ihre Bibel hoch und runter gemarkert haben und Bibelverse kannten, das waren Menschen, die innerlich oftmals sehr, sehr schüchtern waren oder noch sehr jähzornig, und Menschen, die haben da wirklich markiert, was ist die richtige Übersetzung und wo fehlt ein Vers. Und ich war auch sehr aufgefangen in diesem Strom und auf der Straße geguckt, ob da ein Vers fehlt und ob eine Bibel verstümmelt ist. Und all das ist nur Intellekt. Es führt nicht zum richtigen Ziel. Hiermit schließe ich Jakobus Kapitel 1 und ein Vers. Und hier steht drin, seid aber Täter des Wortes, Vers 22, und nicht bloß Hörer, Achtung, die sich selbst betrügen. Und viele Menschen sind gefangen in Bibelstudium, studieren die Bibel, lesen hin und her, treffen sich zum Bibelkreis, stundenlange Konferenzen über Bibel, aber nichts ändert sich. Und daher ist das Studium der Bibel kontraproduktiv, denn eigentlich kann es dich nur noch runterziehen. Wenn diese Beziehung zu Gott nicht da ist, dann würde das Studium der Bibel dich runterziehen. Eins sage ich noch, mir ist es lieber, dass jemand erstmal gefunden ist in einem Bibelstudium, als dass er auf der Straße ist oder hat Probleme mit Drogen oder er ist in irgendwelchen Süchten. Aber ich kann dir garantieren, aus meinem Verständnis des Vaters heute, dass er möchte dich aus dem Bibelstudium raus haben in eine wahrhaftige Beziehung, denn er legt seine Offenbarung und seine Nähe in dein Herz. Suche Gott und nicht mentale Akzeptanz und nicht Studium der Bibel als Beziehung zu Gott. Erkenne Gott für wen er ist als dein Vater, dass er dich wiederhergestellt hat, dass er dich liebt, als nur etwas über ihn zu verstehen. Hoffe, dass dieser Abschnitt dir etwas bringen kann. Wenn du morgen am Schabbat oder am Sonntag oder wann auch immer wieder losziehst, um noch eine Predigt zu hören und noch mehr Bibelauslegung, denk daran, dass der Vater eine echte Beziehung haben möchte zu dir, dass du ganz auf ihn vertraust in allem, was du machst und tust. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Shalom sei mit dir.